Hallo Freunde, ich freue mich euch zu einer neuen Folge von Heroes of Might and Magic Armageddon Blade begrüßen zu dürfen. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus, unsere Städte sind ziemlich gut aufgebaut. Der Westen gehört quasi uns, also das Ganze, ja, da ist noch Gebiet, wo wir noch nicht richtig fertig erkundschaftet haben. Aber ansonsten ist das quasi das zerstörte, kaputte Gebiet, das ja von den Kroganern eigentlich so gehandhabt wird, direkt an unserer Stelle fast richtig komplett erobert. Das heißt, wir gehen jetzt in die grünen Bereiche und erobern das. Aber wir wollen erstmal noch schauen, was wir alles so machen können. Da haben wir, glaube ich, schon das Schloss gebaut, oder? Ja. Hier haben wir das Schloss schon gebaut. Hier ist das Schloss gebaut. Hier haben wir das Schloss noch nicht gebaut. Und da fehlt uns noch ein weiteres Dings. Erz. Okay, also da. Moment, da hat man das. Und hier fehlt es auch. Das heißt, 11 Erz fehlen uns. Erz. 1 zu 4, 1 zu 2. Das ist ganz gut hier eigentlich. Da holen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen was. Halt, Moment. 1 zu 2. 1 zu 2, das ist richtig gut. Moment, das habe ich gar nicht geschaut gehabt. Wie viele habe ich eigentlich schon geholt? 12. Moment, das war fertig, das war fertig, das hier. Dann bauen wir jetzt nämlich jetzt so Schloss aus. Und dann 8 Erz fehlen uns noch für das letzte hier. So, dann handelt man nämlich das hier. Dann bauen wir nämlich hier auch ein Schloss hin. Dadurch haben wir eine bessere Verteidigung, falls es angegriffen werden sollte. Und natürlich hätten wir dann, wie soll ich sagen, höheren Zuwachs von Kreaturen. Das ist auch noch die Frage, sollen wir uns auch noch einen Helden holen? Dass wir da die ganzen Helden noch haben zur Bewachung von den Städten? Wäre vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee, oder? Die dann einfach nur die Stadt bewachen eigentlich. Hin und her rennen können wir ja auch. Das ist ja egal, ob sie in der Stadt drin sitzen. Nur der untere muss frei sein. Aber wenn sie in der Stadt drin sitzen, das würde ja eigentlich ganz gut passen. Dann holen wir da einen Kampfmagier, wo in der Stadt sitzt. Da können wir auch ganz gut diese Grogs holen. Das war's. Okay. So, dann geht es mal weiter. Du solltest... Sie da? Was wollte man mit Sie da machen? Sie da sollte eigentlich wieder zurück in die Stadt, glaube ich. Ach, super. Da sitzt ja schon einer drin. So. Erstmal Dämonen aufwerten, Magogs haben wir. Die Gogs können wir theoretisch irgendwann mal aufwerten. Ja, okay, passt soweit. Dann weiter mit dir. Du, mit dir wollten wir quasi jetzt hier mal weitergehen und diese Garnison erobern. Meisterhafte Resistenz, 15%ige Chance, gegnerische Zaubersprüche scheitern. Hört sich doch gar nicht so schlecht an. So, dann haben wir die Garnison erobert. Sehr schön. Hier geht's also jetzt raus. Und hier wollten wir erstmal hier weitermachen. Uns das Ding hier holen. Moment mal. Ja, genau. Das ist das Gebiet, wo wir noch nicht richtig erobert haben. Aber das haben wir auch bald.
Okay, sehr, sehr schön. Alles klar, wie sieht's jetzt hier aus? Da haben wir schon fast alles fertig. Da brauchen wir die Magierstufe. Nummer 2, das machen wir doch glatt mal. Da sitzt keiner, also da sitzt auch jemand drin. Hier sitzt keiner drin, da könnten wir uns vielleicht noch einen Helden holen. Einen Alchemist, holen wir doch sie nochmal. So. Und das sind wir schon so gut wie fertig, bis auf das hier und das hier. Ja, das lassen wir erstmal ganz kurz. Dann da haben wir schon jemanden drin. Das ist auch schon alles fertig. Da fehlt nur noch dieser verlassene Palast. Und der Orden des Dings natürlich. Warum kann die das hier nicht bauen? Oder geht es nur bei einem? Ah ja, gut, da müssen wir noch ein bisschen warten. Wir haben eh nicht genug Geld. Und hier, ja, damit fehlt alles eigentlich noch. So, da brauchen wir die Magierstufe Nummer 2. Warum können wir das jetzt nicht bauen? Edelsteine haben wir doch genug. 34. Ach so, Erz fehlt. Ja, ich habe auf das untere geschaut gehabt. Ah, da brauchen wir mal wieder. Holen wir uns einfach noch mal ein bisschen. Dann müsste hier dieser Flammendings gehen. So, sehr schön. Ja, und das war's erstmal. So, dann schauen wir noch mal ganz kurz hier rein. Jetzt können wir dieses Höllenloch bauen. Das machen wir auch. Dann ist die Stadt fast vollständig aufgebaut. Das haben wir schon alles. Nur der Palast fehlt noch. Da fehlen uns diese. Ja, genau, da fehlen uns 16 von dem Quecksilber. Wir holen uns einfach mal ein bisschen Quecksilber, das was vielleicht in der nächsten Runde oder so irgendwann mal machen können. Alles klar. So, bei dir. Können wir Dämonen holen? Können wir Imps? Nee, das geht nicht. Aber dann können wir hier noch runtergehen. Und dann sind wir eigentlich hier tatsächlich fertig. Okay, sehr schön. Dann bei dir hätte man gesagt, ich will dich ja runtergehen. Das war unten mal ein bisschen. Dass wir hier unten mal ein bisschen was machen hier. Da ist auch so ein Ausguck. Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Okay. So. Ah, das sieht doch gar nicht mal so schlecht hier aus. Gefällt mir ganz gut. Wir bleiben erstmal hier im Süden, hätte ich vorgeschlagen. Und machen erstmal das hier. So, bei dir, du reitest mal hier runter. Ja. Und dann geht's hier mit den Dingen weiter. Und hierher. Das sieht soweit gut aus. Das passt soweit auch erst einmal. Da will ich einfach noch, da fehlt noch der Palast. Und da fehlt auch noch der Palast. Und natürlich das hier. Da brauchen wir die Magierstufe, klar. So, uns fehlen. Jetzt fehlen wieder weitere von denen. Ja, okay, passt schon. Passt schon. Wir fangen erstmal bis. Mit denen an, das passt.
Das passt doch nicht. Da fehlen noch drei von denen hier. So, jetzt müsste auch dieser Palast passen. Und hier fehlt, ja, hier fehlen noch ein paar andere Sachen. Die zwei Sachen. Ah, das Rohstoffsilo haben wir noch gar nicht, sehe ich gerade. Das sollten wir auf jeden Fall noch bauen. Ja, unsere Städte sind doch schon ziemlich gut durchgewachsen hier. Wie sieht es eigentlich bei dir aus mit deinen Dings? Könnten wir vielleicht mal verbessern und bei dir? Ah, sind ungefähr, glaube ich, gleich stark, oder? Hm. Wir könnten Helden holen, wollen wir nicht. Wir kämpfen gegen die Wachen. Passt. Sü-Elementare wollen wir keine holen. So. Und dann geht's hier erstmal nach hier unten. Erstmal zu diesen der Söldnergilde dahin, zu der Windmühle hier rüber und dann Medusenlager. Ja, und dann sauber mal das hier unten lang. Und dann anschließend will ich mal, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt durchlaufen kann. Ja, kann man. Und dann will ich vielleicht hier durchlaufen und dann hier weitermachen. Alles klar. So, jetzt ist die Frage. Wo haben wir denn unsere nächste Burg? Da haben wir eine. Das da wäre wahrscheinlich die nächste. Dass wir hier einfach mal ein paar Sachen rekrutieren. Es fehlt schon wieder das Geld. Dann machen wir das in der nächsten Runde, dass wir weitere Sachen machen. Und dann gehen wir erstmal wieder kurz zurück. Ja, und dann starten wir in der nächsten Runde die Armee hier ein bisschen besser aus. So, aber erst einmal. Ach, das ist Tauschhandel. Okay. So. Okay, dann erst einmal bei dir vorbei. Gehörnte Dämonen holen wir noch. Nochmal die Sultane, die restlichen. Die Grottenlords sind das hier. Können wir auch noch nicht alle holen. Und schon sind wir wieder mit dem Geld. Ja, egal. Dann gehst du mal hier weiter. Du kommst hierher und dann rüsten wir mal ein bisschen unsere Armee weiter auf. Ah. Ja. Die Efrits waren auch noch nicht ausgetauscht. Und ja, so. Die Efrits müssen wir auch noch austauschen. Moment mal. Das sind ganz normale Dämonen. Die müssen wir auch mal austauschen. Dann haben wir nur Cerberi, Grottenlords, gehörende Dämonen, Vertraute. Ja. Bis auf die Teufel sind noch nicht ausgerüstet, aber die lassen wir jetzt erst einmal. Und das ja, so passt die Sache. Gut, dann kannst du wieder zurückgehen. So. Boah, dann müssen wir demnächst mal schauen. Oh, verfügbar zum Tauschhandel. Aber, nee, muss nicht sein.
Nachdem ihr Medusenkönigin besiegt habt, entdeckt ihr etwas. 8 Schwefel und 4000 Gold. Sehr schön. Und dann sind wir hier fertig. Dann geht es als nächstes hier hinten raus. Sehr gut. So, bei dir geht es als nächstes, oder wir versuchen, Gelea zu besiegen. Ja, das sieht auch aus, als ob das ganz gut gehen könnte. Dann hätten wir unseren ersten Held hier besiegt. Das wäre doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Wir erreichen ihn allerdings noch nicht. Ah, und guck mal, da haben wir schon unsere nächste Stadt, wo wir erobern könnten. Auch nicht schlecht. So, und du kommst erstmal hier rein. Und dann schauen wir uns mal die Städte nochmal an. Was können wir denn jetzt noch weiter bauen? Erstmal okay. Oh, beziehungsweise, Moment. Ah, das dann natürlich noch. Aber das ist saumäßig teuer. Das lassen wir erstmal. Das da lassen wir mal. Das haben wir in einem Teil, haben wir das ja schon. Und da wir immer hin und her teleportieren können, ist es überhaupt kein Problem. Da sollten wir auf jeden Fall das Höllenloch machen. Ja. Und ansonsten hier wollen wir jetzt, machen wir auch mal das hier, dass wir auch die verbessern können. Das sind ja diese Gogs, dann können wir die auch gleich noch verbessern. So. Alles klar. Oh, der verschwindet dahin. So, wir kriegen einen roten Schlüssel. Sehr schön. Okay, das war das hier. Der ist jetzt in dieser Stadt verschwunden. Sollten wir die... Ah, wir kommen aber noch nicht hin. Beim nächsten Mal. So. Die werden aufgerüstet. Die werden aufgerüstet. Und die Gogs, die müssen wir woanders aufrüsten. Alles klar. Sehr schön. Dann ganz kurz hierher wieder. Da machen wir jetzt auch hier das Ding fertig. Da fehlen uns wieder... Ah ja, das Ding fehlt. Da machen wir jetzt auch das hier noch fertig. Und da müssen wir noch warten. Okay, alles klar. Ah, da kommt der nächste Reiter dahin. Das ist ein nächster Gegner. Okay, dann schauen wir mal, ob wir diesen Gegner hinkriegen. Oh, mit Leichtigkeit. Kampfgeschwindigkeit erhöhen. Gesundheit erhöhen. Quecksilberproduktion erhöhen. Das hört sich ziemlich cool an. Meisterhafter Schmied holen wir uns auf 15% reduzierter Schaden. Das ist auch nicht schlecht. So, also Quecksilberproduktion ist erhöht. Das andere konnten wir alles ansehen. Hast du? Ja, du hast eine Waffe. Und du hast auch ein Schild, glaube ich. Ja. Okay, passt alles soweit. Gut. Windmühle. Und dann könnten wir versuchen, die Stadt noch zu erobern. Ja, das hat ja schon etwas mehr gekostet. Ja, weil noch ein Dings drin war. So. Angriff und Verteidigung. Das lassen wir aber mal. Die Handschuhe. Wo kommen die hin? Ach, da oben hin. Bewegungsrate eures Helden an Land. Oder die Kampfgeschwindigkeit. Lass mal lieber die Kampfgeschwindigkeit. Das passt eher. Außerdem, ja, wir haben ein bisschen Einbußen gehabt. Vielleicht sollte man die Armee jetzt doch nochmal neu versuchen aufzuwerten. So. Dann darfst du
Imps. Und Teufel gehen nicht mehr. Ja, nur Helden, aber du bist doch ein Held, oder? Achso, du musst noch nach dahin gehen. Alles klar, natürlich. So. Ja, okay, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Aber dann werden wir da die Dings wieder aufwerten. So, aber erstmal noch mit dir geht's weiter. Wir könnten Dings rekrutieren. Bleib mal erstmal hier unten, hätte ich gesagt. Bleib mal hier unten. Ja, das passt soweit. Genau, was ist... Wir haben kein Geld mehr, um das Ding hier aufzurüsten. Hier. Rohstoffsilo haben wir schon. Schloss ist schon. Taverne, Schmiede. Garten des Lebens. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier. Ja, das passt. Ein verloren aussehender Xex betritt mit einem langen Gesicht dein Zelt. Er hat offenbar schlechte Neuigkeiten. Er kniet nieder, wie es Tradition ist, aber du winkst ab und er gibt seinen Bericht. Mein Meister, ich muss Sie leider informieren, dass Ihre Mutter im Kampf getötet wurde. Es war ein blasser Krieger, der uns so zusetzt. Sie hat mutig gekämpft, aber wurde von den Verfluchten, während einen der Überfälle, die er führt, niedergerungen. Es tut mir sehr leid, mein Lord. Xex stritt einen Schritt zurück. Lass mich allein. Als das Zelt leer ist, gehst du in die Knie und beginnst zu schluchzen. Dein Schluchzen wird zu Gelächter, Gelächter ohne Humor, sondern erfüllt mit wahnsinniger Wut. Momente später erschallt das Zelt in einen steten Strom an Flüchen und dem krachenden Geräusch zerstörten Mobiliars. So, und das ist doch jetzt mal ein schöner Punkt, um hier Schluss zu machen. Dann schauen wir mal mit Rashka hier unten weiter um, dass wir hier unten ein bisschen uns weiter umschauen. Hier oben versuchen wir weiter zu rekrutieren und danach halt auch ihn, genau, da gehen wir schon mal dahin, ihn dieses Ding zu geben, die Armee aufzustocken. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut, bis zur nächsten Folge, tschüss.